So, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef? Hier aus dem Erikas Eck. Ich weiß, in Hamburg brodelt die Gerüchteküche, aber bleibt mal ein bisschen sachte. Bleibt mal ein bisschen sachte. Es lohnt sich auf jeden Fall noch, das Erikas Eck zu zeigen. Ne? Ich habe gerade schon mal mit dem Besitzer gesprochen, um den es hier geht. Und ja, ich freue mich. Entspannt euch an alle Hamburger. Wie gesagt, guckt, was die Zukunft bringt. Wir werden ihn heute nicht so sehr mit einbeziehen, aber wir dürfen hier schön drehen und essen. Und es ist mir eine Ehre, heute hier in Erikas Eck zu sein, obwohl gerade der Regen wieder auf mich runterprasselt. Hamburg halt, ne? Wie immer. Wir drehen jetzt da drinnen, wir werden schön essen und ich freue mich. Ich bin gespannt, was Erikas Eck in Hamburg kann. Deutsche Küche auf dem Kanal. Ganz, 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 ganz weit nach oben gesetzt. Denn wir haben uns hier 3 Jahre lang nicht drum gekümmert. Und ganz YouTube Deutschland schert sich irgendwie einen Dreck um unsere schöne Kultur. Ne? Deswegen Kneipenkultur, Esslokale, Speisewirtschaften. Blocki ist da für euch. Erikas Eck, heute hier aus Hamburg. Wir gehen rein, ich höre auf zu quatschen, denn ich habe Hunger mitgebracht. So, und jetzt betreten wir mal die heiligen Hallen hier. Erikas Eck, Freunde. Wahnsinn. Zum ersten Mal hier. Es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein. Das freut uns auch, dass du uns besucht hast. Was ist denn bei euch im Erikas Eck so der Schlager? Schnitzel. Schnitzel und Steaks. Hier ist ja gleich, haben wir Schlachthof gleich nebenan. Mhm. Somit ist das Fleisch jeden Tag, kriegen wir frisch geliefert. Aha. Und auch, ja. Der Klassiker ist die Schnitzel. Ja, Schnitzel und Steaks. Aber Schnitzel ist so ein Klassiker, ja. Ja, aber Hamburg schwärmt ja von euch, ne? Also, ohne dass ich hier war, habe ich schon so oft von euch gehört. Das freut uns. Ich bin gespannt. Gut, ich nehme dir die Karte ab, schau mal rein und freue mich. Ja? Vielen Dank. Man sieht schon an dem Bild oder an dem Hintergrund, so, es ist urig. Ne? Aber ich liebe das ja, Freunde. Ich liebe das, seitdem wir dieses Format eröffnet haben. Einfach, es ist so eine neue Stimmung auf dem Kanal und in den Videos. Ne? Es ist einfach so eine zünftige, deutsche, ehrliche Stimmung auf dem Kanal. Hier herrscht so ein anderer Ton auf einmal. So, komm, wir gucken uns die Karte an. Und ich habe mir Erikas Eck irgendwie ein bisschen lebhafter vorgestellt, voller vorgestellt. Aber ich glaube, das sind einfach andere Uhrzeiten. Ich glaube, es ist so ein Laden. Man sieht auch, am Wochenende hat er irgendwie ab 17 Uhr auf bis morgens um 6. Hier kommt man sozusagen nach dem Trinken her. Das werden wir gleich nochmal in Erfahrung bringen. Ne? Dann tobt hier richtig die Bude. So, ab. So, ich höre jetzt auf zu quatschen. Komm, wir müssen erst, ich hab Hunger. Pass auf, wenn wir schon mal hier sind, ich möchte einfach die Gerichte haben, die hier am gängigsten bestellt werden. Auch von dem Steak her, von dem Schnitzel her. Ich frag's einfach nochmal. Wir gehen einfach nochmal hin. Ich bin einfach den Klassiker. Ihr wisst ja, ich bin Allesfresser. Ne? Deswegen, mir ist die Arbeit, die ich hier kriege. Ich will die Klassiker von Erikas Eck und die will ich euch zeigen. Deswegen steht doch mal auf und fragt die nochmal. So, ich wollte noch mal was fragen, ganz kurz. Normalerweise, wann tobt ihr die Bude? Ich dachte, ich komme hier rein und muss einen Tisch bestellen. Abends am besten. Abends und nachts, ne, so am Wochenende, habe ich gehört. Ja. Da hast du hier kaum eine Chance, einen Tisch zu kriegen. Wir versuchen schon, aber ganz oft mit fremden Leuten zusammen hinsetzen, dann geht das, ne? Ah, okay, naja, so lernt man sich kennen. Nee, stimmt, das habe ich auch schon gehört, ne? Hier, ja. Erikas Eck verbindet sozusagen, ja? Genau. So, von den, ihr meintet ja Steakgerichte und Schnitzelgerichte. Ja. Was ist das meistbestellte Schnitzelgericht? Jägerschnitzel mit Bratkartoffeln. Ja, darf ich jetzt schon direkt bei dir bestellen? Jägerschnitzel mit Bratkartoffeln, nehme ich auf jeden Fall. Und das meistbestellte Steakgericht? Rumsteak. Mit? Ja. Mit Bratkartoffel. Bratkartoffel bei uns, das ist ja wirklich Kartoffel von Bauern, die werden gekocht, dann gepellt und also nicht irgendwie so ein fertig gekochte Kartoffeln gekauft, sondern wird alles bei uns. Wenn die so lecker sind, können wir auch zweimal Bratkartoffeln nehmen, ne? Und wie sieht's aus mit der Currywurst? Die schmeckt natürlich auch lecker. Ja? Dann nehmen wir die. Okay, du entscheidest. Wir wollen 3 Gerichte testen. Currywurst oder so ein Brathering oder Rollmops? Currywurst. Currywurst? Currywurst. Das ist ja auch riesengroß. Das ist auch mal so ein Hingucker auch. Ja, dann Rumsteak, Schnitzel, Currywurst. Ja, und der Chef macht das. Und ich nehme Bauernfrühstück. Du nimmst ein Bauernfrühstück? Da haben wir ihn, genau. Den Chef des Hauses. Ja. Okay, legen wir los, oder? Alles klar. Du weißt aber, dass du in der Kneipe bist. Naja, gerade eine Spezi bestellt, ja. Ne, da kommt ja nicht so gut an. Gut, dann, um dich zu beruhigen, ich nehme dann ein Bierchen, ja? Das ist ja. Okay. Das ist einer.
Und was gibt's Besseres? Der Chef des Hauses persönlich von Erikas Eck bekocht uns heute. Also ihr habt hier wirklich das Original vom Original vom Original. Ne? So, Preise für euch da draußen. 250 Gramm Kräuterbutter Zwiebeln hier, 24,90 haben wir hier. Dann haben wir Riesen-Currywurst für 11,90. Und Schnitzel habe ich hier noch nicht ganz durchgesehen. Ich muss mal jetzt kurz gucken. Finde ich hier irgendwie nicht. Ja, Legende. Egal, wahrscheinlich auch so in dem Dreh, ne? Mensch. So, und jetzt noch der Knaller. Wir dürfen kurz in der Küche filmen. Oh, da ist der Chefkoch. So müssen auch Bratkartoffeln aussehen. Wir hatten es schon in der Folge gestern, dass sie gesagt hat, an Bratkartoffeln erkennt man einen guten Koch. Die Pfanne muss heiß sein, das Öl muss heiß sein, du musst die richtige Kartoffelsorte haben. Genau. Und nicht rumrühren, sondern erstmal eine Kruste bilden lassen, dann umschwenken. Richtig? Richtig. Und erst den Speck rein und zum Schluss die Zwiebeln darauf verbrennen. Richtig, genau so sieht das aus. Und schmecken muss das über Mama. Genau, oder bei Oma. So, und so sehen die aus. Sehr schön. Auch wichtig, dass das auch nicht in Öl schwimmt. Genau, das ist auch wichtig. Schwupp. Sehr, sehr gut. Und jetzt wird das quasi zum Zwiebelrostbraten. Richtig, mein Lieber? Genau. Rumsteak gebraten mit Zwiebeln. Da kommt noch die hübsche Kräuterbutter. Und Kräuterbutter nennt man Zwiebelrostbraten. So sieht das aus. Schön aus dem Spritzbeutel. Genau so muss das aussehen. Auch nicht aus der Fabrik, sondern selber gemacht. Ja. Dann haben wir den kleinen Indianerlümmel. Den kleinen Indianerlümmel. Ja, da wird man satt auf jeden Fall. Der Lappen von der Grillplatte, warum macht ihr das hier so? Warum macht das nicht in der Pfanne, warum macht das hier drauf? Ich habe früher auf 12 Flammen gearbeitet, bin aber auf 6 runter und ich habe festgestellt, dass ich hier auf der Grillplatte das auch genau so hinkriege wie in der Pfanne. Gehe ich von aus. Und wenn es im Geschäft richtig zur Sache geht, ist das eine wunderbare Sache. Ja, das Format authentisch wie eh und je. Ich freue mich, ich blühe da richtig auf. Ne? Freue mich, wenn du mit mir sprichst. Es wäre viel schöner, wenn ihr Freitag oder Samstagabend käme. Nee, zeig mal in der Ruhe, es ist nicht so laut hier. So, jetzt sind wir unter uns hier wieder. Ja gut, so ein bisschen stimmt, da haben wir mehr Zeit füreinander. Ne? Richtig, genau. Nee, dass es hier voll ist und dass hier die Bude brummt, das wissen wir, sonst wären wir nicht hier. Ach, ne? Aber so ist es umso schöner, halt meine Ruhe, nicht in der Quatschbühne dazwischen und ich kann in Ruhe essen. Man hat ja mehr Zeit auch für jeden Gast, das stimmt. Richtig. Aber sonst musst du ja auch mal bitte kurz reinschauen, wie lange seid ihr in Hamburg? Ich bin immer mal wieder hier. Ich komme gerne noch mal zu dir, wenn es voll ist. Ja, bitte. Ja, mache ich gerne. Wochenende oder so. Feiern wir zusammen. Ja, stoßen wir. Natürlich. Sehr schön. So. Da haben wir sie. Unsere Currywurst aus Erikas Eck. Und hier unser schönes Rumpsteak. Man sieht schon, ne? Das kann, glaube ich, was von innen. Über die Bratkartoffeln haben wir gerade schon gesprochen, deswegen let's go. So. Schöner Zwiebelrostbraten. Das sieht ja gut aus, oder? Mhm. Da geht der Saft direkt in alle Poren des Mundes noch. Mhm. Steffen. Ich nehme mir das ab. Bitte schön. Wow, aus dem Gerät, ne? Hatte gar keine Vorstellung, wenn ich herkomme. Was gibt's hier in Erikas Eck? Ne, Schnitzel habe ich schon gehört, aber es ist hier auch so ein Eisbein-Rouladenladen. Nö. Die haben gesagt, ey, wir haben hier einen Schlachter hier um die Ecke. Und der bringt uns jeden Tag das Fleisch. Deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Support your local sozusagen. Oder in dem Fall deine Straße. Ne, der Fleischer unterstützt Erikas Eck. Erikas Eck unterstützt den Fleischer. Und wir haben einfach ein geiles Schnitzel hier, ein geiles Steak. Das ist super lecker. Kommen wir mal mit dem Bratkartoffel. Mhm. Wenn man Ahnung von Bratkartoffeln hat, wenn man die richtig gut kann, was selten ist, dann schmecken die auch alle ziemlich gleich. Ja, das willst du ja machen. Du hast eine gute Kartoffel,
Du hast heißes Fett, du hast Salz, Pfeffer, Paprika ist hier glaube ich nicht dran oder ein bisschen. Gute Zwiebel und Mythen Speck. Dann schmecken Bratkartoffeln einfach nach Bratkartoffeln. Die schmecken, ohne dass hier kein Grundzeug drauf ist, einfach wie bei der dicken Paula. Grundauf solide, ehrlich und super lecker. So, kommen wir hier zur Wurst. Ihr wisst, Currywurst, da sind wir Berliner kritisch. Das ist ein großes Thema in Berlin. Und wenn man in eine andere Stadt kommt, sind wir mal ein bisschen nörgerlich. Wir versuchen heute nicht nörgerlich zu sein, sondern zu gucken, ob es gut ist. Weil wenn der Fleischer da, der Schlachter auch noch die Wurst macht, naja. So, da ist er. Ab in den Curry-Ketchup. Und let's go. Ich nehme das Leberschnitzel. Man sieht den leicht gelben Touch. Curry ist auf jeden Fall drin in der Wurst. Ja. Alles wunderbar. Dankeschön. Tolles Fleisch. Auf den Punkt. Bratkartoffeln bis jetzt. Nicht sehr, sehr lecker. Gute Produkte. Einfach. Und ich sage guten Hunger. Dankeschön. Vielen Dank. Ich glaube, die Currywurst ist hier so eine Beilage. Also, so ein schnelles. Ich habe ein paar Bier drüber. Ne? Es ist ein paar Pommes. Ich weiß nicht, ich glaube, die Currysoße ist nicht frisch gemacht. Ne? Currysoße ist nicht frisch gemacht. Die was? Die Currysoße machst du nicht selber. Das ist der Laue. Das ist für mich der Klassiker. Laue Soße. Ich habe ja schon gerade gesagt, also wir Berliner sind immer nörgelig, ja, wenn wir in andere Städte kommen. Ne? Bei Currywurst denken wir, haben wir gepachtet. Ja. Obwohl die in NRW denken auch noch, sie haben die beste Currywurst. Ich glaube, ist Hamburg so bekannt für eine Currywurst eigentlich? Grundlegend? Ihr habt ja sogar welche da bei euch mit Pelle und ohne Pelle, ne? Ja, ja, absolut richtig. Und wir haben ja sozusagen die Brühwurst, sag ich mal, eine Bockwurst. Und wenn wir woanders hinkommen, gerade wie in NRW, und wir sehen auf einmal eine Bratwurst gibt es für uns auf dem Weihnachtsmarkt und Brötchen mit Senf. Also hier die Currywurst ist eigentlich so groß entstanden, weil ich hatte früher mal einen Imbiss. Mhm. Und hatte mir dann nicht geschworen, ich mache nie wieder Pommes. Ja? Aber ich habe mich dann irgendwann breitschlagen lassen, weil die Leute einfach Pommes wollten. Und dann irgendwann, ich mache eine Currywurst, ich mache eine Currywurst. So, damit ich mir den Preis dann nicht an meinen Schnitzel und so weiter kaputt mache, eine Currywurst, weiß man selber, ist nur. So, dann habe ich die nach meiner Größe machen lassen, damit es dann auch den Schnitzel angeglichen wird. Voll, ich glaube, das sagt jetzt am besten. Ja. Und man sieht auch schon hier, ne? Super Fleischsaft, super Fleischqualität, top Bratkartoffeln. Sehr, sehr lecker. Vielen lieben Dank für dein gutes Essen. 2,1 Millionen Klicks hat Erikas Eck bekommen. Ja. Und unter was für einen Kanal wurde das hochgeladen? Das war eine Reportage, ne? Eine Reportage, das war NDR. NDR? Mhm. Ja, ja, die sowieso. Habe ich letztens auch schon gesehen, Hafenimbisse und so nach 2 Tagen haben die Dinger da 2 Millionen. Deswegen, aber weil man diese Sparte auch nur noch auf solchen Kanälen sozusagen findet. Alle anderen, sag ich mal, Foodblogger und so in Deutschland, die machen nur noch dieses Pizza, Burger, Döner. Ne? Und ich finde gerade sowas, so ein urisches. Stirbt aus. Deswegen sind wir da und haben Bock darauf. Und ich mag auch diesen Vibe, so, ne? dieses ursprünglich Deutsche, so was wir noch so im Kern haben. So. Wir sind jetzt bei der 3. Folge, du bist sozusagen der 3. hier. Und man blüht so richtig auf, man hat wieder Spaß. Anstatt man sich so den ganzen Fastfood-Müll immer so hinterschmeißt. Ne? Ist ja so. Ja. Schnitzelchen, haben wir eine schöne Jägersoße hier, wa? Wunderbar. So, hier, was ist das für eine. Das ist natürlich aus der Oberschale? Ja. Aus der Oberschale ein schönes, dünnes Schnitzel, Freunde. Wa? Das geben wir uns erstmal. Komm, wir sind ja hier unter uns. Wa? Macht überhaupt keinen Unterschied, ob in der Pfanne oder hier. Klar ist das Ding nicht so fliert und wirft irgendwelche Blasen, aber wer will das hier? Wer will das hier? Kein Mensch. Ne? Hier kommst du rein, entweder nach dem Saufen auf der Reeperbahn oder weiß ich, wo du warst, oder hier zum Mittagstisch, steckst hier ein paar Bierchen rein und willst ein schönes, dünnes Schnitzel haben. Fertig und basta. Ne? Du brauchst keine Blasen werfen. Und da sind wir schon beim Thema. Süßchen hier. Ne? Rüber da. Also, wir wollen in Ruhe aufessen, das haben wir letztes Mal auch so gemacht, deswegen haue ich mir jetzt hier noch die Champignonsauce hin. Hier aus dem Geschmack, den kennt man. Das ist einfach die klassische Rahmensoße mit ein paar Champignons, kann ich wissen. Weißt du? Da ist jetzt ja kein großer Chichi. Hättest du nicht stundenlang welche Zwiebeln karamellisiert, mit Weißwein abgelöscht und
irgendwelche Thymianzweige zugeworfen. Nee, hat er nicht gemacht. Der hat ja einfach ein bisschen Rahmensoße gemacht, ein paar Champignons reingeworfen und das ist ein Schnitzel. Ende aus Pasta. Wenn es dir nicht gefällt, zisch ab. Hm? Ich esse in Ruhe auch, mein Grund auch. Ehrliches Essen hier im Relikat weg. Vom Weltmarkt mache ich nochmal wach. Mein Herz, kann ich nochmal was fragen? Zu einem guten abgerundeten Essen gehört ja auch ein Dessertchen, ne? Ja, natürlich. Was möchtest du? Was empfiehlst du mir denn? Rote Grütze mit Vanillesoße. Dann nehmen wir das auch. Ne? Zweimal? Einmal reicht. Einmal. In Ordnung. Dankeschön. Dankeschön. Rote Grütze mit Vanillesoße, Freunde. Aber es sind hier ordentliche Portionen, ne? Ja, kalte, rote Würze mit Vanillesoße. Nicht mehr, nicht weniger, Freunde. Ja, geil. Wir verabschieden uns gleich nochmal. Wir genießen ja noch ein bisschen die Atmosphäre. Authentisch, würde ich sagen. Wir haben alles gesehen. Wir haben den Chef gesehen, wir haben die Klassiker gesehen. Hat super geschmeckt. Wir waren mal hier gewesen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Kommt gleich nochmal rein. Ich hau ab, ich gebe dir mal die linke. Die gehört nämlich vom Herzen. Ne? Vielen Dank für deine Bewirtschaftung, hat mich sehr wohl gefühlt bei euch. Ne? Und hoffe, ihr bleibt uns noch eine Weile erhalten. Ne? Ja, und du kommst wieder. Richtig, definitiv. Sehr schön. Ne? Bis bald da. Alles klar. Vielen Dank. Ciao, ciao. Also, ich glaube, ich habe gerade ein paar Fragen insgeheim beantwortet, oder? So, mehr muss man dazu nicht sagen. Erikas Eck, meine Freunde, das war eine neue Folge. Wer wir Beef, schön, dass ihr dabei wart. Ne? Unterstützt dieses neue Konzept auf jeden Fall mit einem Like. Ganz, ganz wichtig, weil durch Likes, Algorithmus und so weiter geht nach oben. Ne? Wichtig, gerade für solche Läden. Und mit einem Kommentar. Das pusht das Ganze auch nochmal. Ne? Und mehr müsst ihr nicht machen, außer Liebe dazulassen. Ne? Vielen lieben Dank. Kuss geht raus. Tschüssi, bin raus.